All VR gibt die Möglichkeit, Architekten, Ingenieuren, InDesignern, Immobilienmaklern auf automatische Weise ihre 3D-Daten, ihre, alle ihre Inhalte automatisiert in VR darzustellen. Darüber hinaus kann man es nicht nur virtuell besichtigen, sondern gemeinsam kollaborativ durch ein virtuelles Modell laufen, ortsunabhängig, gemeinsam zusammen mit dem Architekten und dem Kunden. Die Bauindustrie ist sozusagen die zweitgrößte Industrie hier in Deutschland. Das Problem ist, wir haben Architekten, wir haben Bauunternehmer, wir haben Immobilienmakler, die alle jederzeit versuchen, miteinander zu kommunizieren, ob nun während der Planungsphase oder während der Verkaufsphase, während der Bauabnahme, während der Bauphase. Und jederzeit kommuniziert man mit Plänen. Man kommuniziert mit Bildern, man kommuniziert mit irgendwelchen persönlichen Besichtigungen, wo man weit hin und her fahren muss, wo man viel darüber reden muss auf einem Bildschirm. Und das ist etwas, was wir nicht wollen und was wir, wo wir eine Plattform geben, dass man Virtual Reality, also die VR-Brillen, dafür nutzen kann, um real diese Modelle mehr oder weniger real zu besichtigen, also das heißt virtuell real, um dann durchzulaufen, um zu verstehen, wie sieht das Modell aus mit allen Stakeholdern zusammen an einem Ort. Die Idee entstand, als ich, ich persönlich das erste Mal die Brille aufgesetzt habe und gemerkt habe, Virtual Reality ist die Zukunft, aber es gibt mehr als nur Gaming und Entertainment. Sondern wir bringen tatsächlich Virtual Reality in die Industrie, in die industrielle Entwicklung, um auf eine einfache Art und Weise den Zugang zu erleichtern. Wir haben vor einem halben Jahr tatsächlich angefangen zu entwickeln. Wir waren auf der CeBIT, wir haben eine erste und jetzt mittlerweile eine zweite Demo veröffentlicht. Wir testen mit unseren Kunden diese Plattform, die wir entwickelt haben. Wir testen unsere Funktion, die wir haben. Ziel ist es, bis zum Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres ein marktreifes Produkt auf den Markt bringen zu können und dann hoffentlich den entsprechenden Umsatz zu erreichen und wachsen und eine Plattform zu schaffen, mit der jeder standardisiert einfach ihre Daten austauschen zu können und dann in der die Baubranche zu revolutionieren. Ja, der Baubereich ist ja nur in Deutschland, hat es 2 Millionen Stakeholder. Wenn du auf weltweit guckst, ob es nur Bauingenieure oder Immobilienmakler, wir haben da glaube ich über 25 Millionen Stakeholder oder Akteure in dem Markt. Jeder von denen verwendet solche CAD-Tools, jeder verwendet 3D-Designer, verwendet solche CAD-Tools. Jeder ist genau dafür bedacht, unsere Lösung zu nutzen, um halt leicht diese für den Kunden oder für seinen Partner zu visualisieren. Unsere Konkurrenz kommt vor allem aus den USA. Die sind darauf basiert, auch diese Daten darzustellen. Was wir aber zeigen, ist halt diese Kollaborativität. Das bedeutet, wir machen eine Art Skype am Modell. Das heißt, dass man gemeinsam mit verschiedenen Orten, mit verschiedenen Akteuren an verschiedenen Orten gleichzeitig ein Modell besichtigen kann, um halt dieses Feedback einzupflegen. Und das kann unsere Konkurrenz noch nicht. Wir sind 3 Gründer und wir kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ich selbst habe vorher bei Bayer gearbeitet, habe IT-Projekte betreut, Management, in der Managementfunktion entsprechend tätig gewesen. Mein Co-Gründer ist halt ein Entwickler, der Clemens, der hat einfach die IT-Erfahrung, der ist der Head, der ist der Kopf hinter der IT und der die Lösung entsprechend designt und entwickelt hat. Und wir haben Sarah, die unsere Architektin. Sie hat Erfahrung einfach in dem ganzen Thema Architektur, Bauindustrie. Sie kann mit 3D-Daten umgehen, mit 3D-Schnittstellen. Das heißt, wir bringen alle Kompetenzen mit als Team, um halt in dem Bereich erfolgreich zu sein und um die Lösung entsprechend erfolgreich zu entwickeln zu können. Derzeit haben wir ein Gründungsstipendium bekommen vom Europäischen Sozialfonds, Exist genannt. Wir suchen natürlich weiterhin nach Investorenkapital, um halt das Team zu erweitern, um halt weitere Ressourcen zu schaffen, um das marktreife Produkt zu entwickeln. Das heißt, das nächste Ziel ist tatsächlich das marktreife Produkt am Anfang nächsten Jahres, wie gesagt, um halt den ersten Umsatz erzielen zu können.